Hallo und herzlich willkommen zu Tales of the Part 10. Und in der letzten Folge haben wir uns hier mit unserem Bosskampf beschäftigt. Und jetzt gucken wir mal weiter, dass wir hier den Typen finden, den wir eigentlich suchen. Denn wer sucht, der findet. Und wer drauf tritt, der verschwindet. Ja. まだまだだ。この程度じゃ。あんたってどういうゴーマなの?夜叉だよ。戦いの鬼神だ。戦いの鬼神。通りで。ベルベットこそ何なんだ?随分変わったゴーマみたいだが。クーマよ。クーマ?聞いたことないが、どういうゴーマなんだ?敵を食って力に変える化け物。 それ以外は知らない。女で敵を喰らうというと、鬼ババの一種かな?ああ。今の顔、ちょっとそれっぽかったぞ。お前の剣技、どこの流派だ?誰に教わった?我流よ。それにしては太刀筋がいいし、 基本もきちんとしてる。それなのに、いきなり蹴り技を使ったりするのが面白い。だから、我流って言ってるでしょ。あんたこそ、何なのその二刀流。命の太刀とやらを抜きもしないで。抜かないからいいのさ。はあ?それも蘭月家の教えってやつ?おう。借りたものは返す。すべてはそのためにある。わけわからない。 So, weiter geht's. Da sind wieder Seelchen. Seelchen! Ich hab's umgeschrieben. Ich bin jetzt an meine tüchtigen Mods in... im Chat. Ja, und hier ist dann wieder diese Suppe. Suppe! Suppe! Wer mag gerne Schlammsuppe? Beziehungsweise Ekelbrühe. Yay! Oh, da sind auch noch ein paar Seelchen. Seelchen. Meine Seelchen. Meine Seelchen. Meine Seelchen. Und hier ist noch was zum Aufheben. Ganz viele Seelchen. Alles meine. なんで?味覚ってのは嗅覚と味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 
Ich vermute mal, er bekommt es jetzt einfach bewusst damit. Was haben wir denn hier? Ab und zu wirst du auf der Karte Teleportationspunkte sehen. Du schaltest sie frei, indem du sie berührst. Danach kannst du die anderen Teleportationspunkte reißen, die du auf derselben Karte freigeschaltet hast. Cool. Saven wir mal. So, da geht's raus. Da geht's lang. Mal gucken. Wir gucken gleich mal eben schnell nach den Teleportationspunkten. Geld. Und Seelen. Und Fragmente. Hier habe ich noch eine Seele nicht mitgenommen. Nose. Jetzt haben wir 39. Schon mal was, ne? Wir gucken, wo wir hinkommen, ne? Ah, okay. Das ist cool. Nicht schlecht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so extrem der Kampf. Wenn doch, dann müssen wir tatsächlich nochmal zurück und uns Sachen holen zum Eindecken. Da schwebt, da schwimmt was. Kampftutorial. Das Treffen aller Gegner Schwachpunkte in einer Kombo löst ein Schwachpunkten-Kombo aus, bei der jeder Folgetreffer deinen Schaden stark erhöht. Für eine Schwachpunkte-Kombo aus, indem du sengende Schneide überreißende Dornen mit harscher Konter verbindest. Jetzt müsste ich nur wissen, welche Dinger das ist. Ich weiß nicht mal, welches ist. Sengende Schneider? Ist das untere, ne? Ah, genau. Reisender Dorn. Okay, A, Y und dann nochmal. Also A, Y, X. Okay. Achso. Nochmal. Okay. Ich verstehe das nicht ganz. Ich wollte das gar nicht.
wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Bin ich da außerdem drauf gekommen. Nee, das... Das muss AYX, glaube ich, ist das, oder? Ich verstehe es nicht. Also, warte mal. Sengende Schneide ist bei uns unten. Reißender Dorn. Warte mal, müssen wir das so machen? Und harscher Konter, so rum. Ah, okay. Oh, der hat aber viel HP. Und wir haben nicht mehr wirklich viel an Heilung. Ich muss da echt wieder mal reinkommen. Ja, ich find's so cool. Ich überlege gerade, wie ich das... Komm, wo war denn das jetzt? Mada sinene. Yasra ni fukushuu suru made wa. Fukushuu? Ore wo korosou to shigatta kumiyai no kusa domo ni da. Mitsuyu no sekinin wo ore ni oishitsuke yagatte. Mitsuyu wa kumiyai ga yatte ta tte koto? Sou da. Ore mitai na furyou funanori ga 一人で仕切れるわけないだろうが。そりゃ、手伝って、美味しい思いもしたけどよ。確かに、倉庫の抜け穴なんて、個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って、規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも、時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。
どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて、セインどもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマシがいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。これを届けて、あんたは死んだと報告する。そうすればタイマシたちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは船を修理するためで、私が出発した後騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことならご期待に応えるぜ。Hat sie meint, hat einfach den Schweif abgeschnitten? Ich glaub's ja nicht. Verwende den Nore-Flasche durch Drücken von LT, während du dich in einem Verlies befindest. Mit Hilfe von den Nore-Flaschen wirst du direkt zum Eingang des Verlieses teleportiert. Du findest den Läden oder den Schatzthron. LT? LT. Okay. Aber erstmal reden. Wie hast du mich gefunden? Ich finde ihn durchaus menschlich. Diese Ausgrenzung, die da passiert, ist echt nicht schön. Es gibt keine Möglichkeit, wieder menschlich zu werden, also kann ich auch als Monster leben. Sie werden mir für meinen Schwanz büßen, du wirst schon sehen. Bitte Schweif, ja? Schweif. Nicht Schwanz, Schweif. Das andere verstehen alle Leute nur immer falsch. 42 Jährchen und LT. いいんだな、これで。こっちに追っ手がかかるのも時間の問題よ。同情してる余裕はないわ。So, dann tun wir mal hier speichern. Und zurück ins Dorf. Vorher nehmen wir hier das noch mit. Perfekt. Hallo. Oh, hier ist noch ein Seelchen. Achso, ja, das ist der Schmiede. Die will ich jetzt gerade nicht. Warte, du hast noch was zu sagen. Die ist doch für... Achso, das haben wir schon. Haben wir doch vorhin schon. Warum wird er noch angezeigt, als hätte er noch was zu sagen? Knoblauch. So, und hier haben wir auch noch was. Haha. Hast du etwas in der Handoro-Höhle gefunden? Falls du es wirst, dann denk daran, dass das Ganze nicht mit uns zu tun hat. Nur damit wir uns da verstehen. Ja, ja. Ich weiß, dass man in so einer Welt nur seinen eigenen Kopf schützen will. Oh, guck mal, nochmal Seelchen. Seelchen! Hui! Meine Seelchen. Da ist nochmal eine. Die haben wir aber auch alle schon eingesammelt gehabt. Ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil. Ich finde das gut so. Was führt hier hin? Kommen wir nicht hoch. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Hä? Hm?
wir müssen da auch noch mal oben gewesen sein, weil sonst hätten wir dann einen Speicherpunkt da gar nicht gesehen oder so. Hä? Egal. Ist jetzt wurschtpiepe egal. Wir gehen und bringen dieses tolle Teil jetzt in die Stadt und dann können wir endlich weiter. Dann können wir endlich weiter. Hoffe ich zumindest. Seelchen. Wer mag auch Seelchen? Ich mag Seelchen. Wer noch? Seelchen Hype. Auch noch was. Und hier ist noch was. Perfekt. So, wo müssen wir das hinbringen? Da ist noch ein Seelchen. Seelchen, Hype. Genau, Seelchen, Hype. Da sind nochmal Seelchen. Seelchen, Hype. Da sind nochmal Seelchen. Seelchen. Koko nannenka wa shiroi yuki ga futte tasukaru wa. 雪が白いのは当然でしょ。ブー。ヘラビーサじゃ当たり前じゃないの。風向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。四国に火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな遠赤もそのキララウス火山で取れるのよ。っていうかそこでしか取れないんだって。キララウス火山なかなかすごそうだな。ベルベットはないわ。 Genau, Seelchen, Hype. Dann kriegen wir wieder ganz viele Seelchen gerade. Finde ich gut. Seelchen sind wichtig. So, dann geben wir mal ab. Hier. ダイルの尻尾。あんた、あいつをやったのか？タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。 密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前、取引を浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。分かった。船大工は手配する。浜場でお茶を。ファイナリー。おい、ベルベット。いい機会だから武具屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ ええ、故郷ではやってなかったから。なら、なおさらちょうどいい。やってこうぜ。ちょ、あんたって結構強引よね。お、推しの弱い男はモテないからな。Mit dem Arterit des Anfängerschmieds kannst du jetzt in Läden Ausrüstung aufwerten und zerlegen. Das Aufwerten eines Ausrüstungsteils verbessert seine Werte und gewährt seine Chancen, einen Aufwertungsbonus zu aktivieren. Du kannst die dazu notwendigen Materialien durch das Zerlegen von Ausrüstung erlangen.
Beginnen wir mit dem Aufwerten eines Ausrüstungsteils während dem Aufwerten. Nun wird links eine Liste der aufwertbaren Ausrüstungsgegenstände angezeigt. Die für die Aufwertung erforderlichen Materialien werden unten links angezeigt. Um die Aufwertung auszuführen, musst du über das erforderliche Material verfügen. Zusätzlich zu den Materialien brauchst du auch Galt. Um Ausrüstung aufzuwerten, die erforderlichen Galt werden unten rechts angezeigt. Wenn du nicht genug Galt hast, ist die Aufwertung nicht möglich. Da dies deine erste Aufwertung ist, kannst du das Objekt Blutklinge kostenlos aufwerten. Bitte wähle es dafür aus der Ausrüstungsliste aus. Aufwerten. Nice. Aufgrund der Aufwertung haben sich die Eigenschaften des Objekts Blutklinge verbessert. Seine Aufwertungslevel wird nun durch das Plus 1 am Ende des Objektnamens angezeigt. Zusätzlich würde der Aufwertungsbonus ausgelöst, der dem Objekt eine neue Fähigkeit verleiht. Das Limit der Aufwertungslevel wird von Azerit bestimmt, das du verwendest. Azerit des Anfängerschmieds gestattet es dir, Objekte bis zu plus 3 zu verbessern. Mit anderen Azeriten kannst du Objekte sogar auf bis zu plus 10 bringen. Maximal aufgewertet ändert sich der Name und wird goldenfarben angezeigt. Die Menge und Qualität der für das Aufwerten erforderlichen Materialien erhöht sich mit der Seltenheit und der Aufwertungsstufe des Objekts. Hochqualitative Aufwertungsmaterialien werden durch das Zerlegen von aufgewerteten Objekten erlangt. So erhältst du mächtige Ausrüstung. Jetzt versuch Ausrüstung zu zerlegen. Bitte wähle den Punkt zerlegen. Links wird eine Liste deiner Ausrüstungsgegenstände angezeigt. Zerlegbare Ausrüstung wird weiß dargestellt. Gegenstände gegenwärtig angelegt oder gesperrte Objekte sind grau und können nicht zerlegt werden. Wenn du ein Ausrüstungsteil zum Zerlegen auswählst, wird deine Liste der Materialien, die du daraus gewinnen wirst, unten links angezeigt. Jetzt versuche das Objekt Blutklinge plus 1 zu unterlegen. Na super, danke. Das habe ich doch gerade erst aufgewertet. Wieso soll ich das jetzt schon wieder... Das liebe ich. Die beim Zerlegen eines Ausrüstungsgegenstandes erhaltenen Materialien hängen vom Aufwertungslevel des Objekts und der damit verbundenen Fähigkeiten ab. Damit endet das Tutorial über das Aufwerten. これが装備の強化だ。分かったか?一応。けど、何か面倒ね。一見な。だが、何回かやってコツを覚えると、ハマるぞ。強化と分解を工夫すれば、独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる。そうだ。この先も戦うつもりなら、武具屋での強化は必須だぞ。 押しの弱い男が持てないように戦いの準備を怠るやつに勝利はないからな。もっともね。これで強くなれるなら使いこなしてみせる。あいつにたどり着くために。いや、 nicht schlecht, ne? So, jetzt gucken wir mal. Schön. Haben wir hier auch noch Sachen, die wir... Ein Talisman können wir noch aufwerten. Ansonsten haben wir nichts mehr. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Ragnarok Online, muss ich sagen. Okay, das war es jetzt auch schon mal wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!